Halli und hallo, meine lieben Freunde. Die Laura fühlt sich unwohl. Ja, ich weiß auch, glaube ich, warum, weil mir ist so ein bisschen aufgefallen, sie stinkt und sie hat Hunger. Und vielleicht hätten wir hier in unserem Laden irgendwie so eine Toilette hinbauen sollen, weil sie kann ja auch nicht mal... Ja, sie kann ja noch nicht mal aufs Klo gehen, wollte ich sagen. Und da fängt sie an, Sport zu machen. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß nicht, ob jetzt hier Kunden kommen. Ich vermute nicht, denn es ist mitten in der Nacht. Ich lese es mal eben hier vor, was wir hier haben. Heutige Finanzen. Dadadam. Die Ladenpreise können nur verändert werden, wenn der Laden geschlossen ist. Okay. Eine Stunde haben wir geöffnet. Wir können den Laden hier schließen. Wir haben null Objekte verkauft. Wir haben auch keine Ausgaben und wir haben Nettogewinn 0. Ladenbudget sind 370. Ist jetzt nicht mehr so viel. Wir können natürlich von unserem privaten Geld, von der Haushaltskasse, was umbuchen. Und wir haben auch keine Vorteilspunkte, was auch immer das ist. Wir haben auch keine Angestellten. Wir haben keine Mitarbeiterkleidung. Wir sind schon arme Schlucker. So, ich glaube, wir gucken uns jetzt dieses Regal nochmal an. Da können wir eigentlich nichts machen. Steht hier nur so wie zur Deko. Ich schlage mal vor, wir gehen nach Hause. Ach nee, das ist ja gar nicht. Ging man denn nochmal nach Hause mit dem Telefon? Wir gehen nach Hause und... Nee. Das war doch Reisen, hoffentlich. Ich hoffe, dass es jetzt ist und nicht in der Nachbarschaft nur. Ich würde vorschlagen, wir gehen dann am nächsten Tag nochmal hier hin. Wenn die Sonne wieder scheint. Ja, und wenn dann auch vielleicht hoffentlich Kunden kommen. Ich habe den Laden jetzt auch gar nicht geschlossen. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt. Ah ja, wir können hier auch tatsächlich wieder zurück, so. Und wir gehen erstmal heim. Ist doch schön, wir haben einen Einzelhandel gekauft. Ich habe noch gar keine Ahnung, was das mal werden wird, wenn der Laden gut läuft. Vielleicht wirklich in ein Klamottengeschäft dann eben. Oder mal sehen, was wir noch so für Möglichkeiten bekommen. Vielleicht können wir auch zwei Einzelhandelsgeschäfte kaufen, wenn wir gut verdienen mit dem ersten. Werden wir mal sehen. Momentan ist es ja eher sowas wie ein Kiosk. Die June ist scheinbar ganz gut drauf, dafür geht es der Laura ziemlich mies. Die Laura hat Hunger und sie muss dann auch noch auf jeden Fall duschen. Die June geht in unser Bett. Hallo? Lass das mal. Geh mal in dein eigenes Bett. So, ja auf, Laura, hau rein. Du kannst schon ruhig was essen. Und dann ab in die Dusche. Und dann halt schlafen. So, und das werde ich jetzt auch gar nicht. Wir können auch von hier aus was umbuchen anscheinend. Ich werde das jetzt auch mal ein bisschen beschleunigen. Weil mich das jetzt schon ein bisschen interessiert mit diesem Laden da. Fakt ist, sie hat immer noch ihren normalen Job. Also wir haben diesen Laden jetzt wirklich zusätzlich. Was ja eigentlich ganz cool soweit ist. Müsste sie denn eigentlich heute arbeiten? Ja schon. Aber wir sind auch immer noch nicht befördert worden. Also soll sie auch bitte arbeiten gehen. Das soll sie schon machen. Ja, und dann weiß ich jetzt auch nicht, ob der Laden jetzt dem Haushalt gehört oder nur der Laura. Also kann die June jetzt einfach auch über den Laden bestimmen? Das ist eine gute Frage. So, du musst aber dringendst aufs Klo. Dringendst. Und dann Frühstück kochen. Gellner! Rührei kannst du kochen, ja. Einzelportion machst du mal. Machst du Katzengeräusche auf dem Klo? June. Oh Gott. Ich glaube, sie drückt ab. Oh je. Oh Gott. Jetzt haben wir sie auch noch beim Abdrücken beobachtet. Aber ich muss sagen, unsere Spülung funktioniert. Es ist gut, dass wir die aufgerüstet haben. Da kann die June auf jeden Fall demnächst auch nochmal mehr aufrüsten. Und sie kann das auch säubern hier.
Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel Uhr geht denn deine Arbeitszeit los? 16 Uhr und deine 14 Uhr. Ja, dann haben wir auch keine Chance mehr, zu unserem Laden zu gehen vorher. Aber ich würde schon gern haben, dass sie dann erstmal befördert wird nochmal. Weil dann haben wir auch mehr Geld in dem Laden. Wäre schon besser. Vielleicht kann die June nochmal vorher zum Laden. So, dann würde ich sagen, hier eine erfrischende Dusche nehmen. Die June hat Level 6 der Kochfähigkeit erreicht. June hat das Rezept für blaues Konfettikuchen. Für blaues Konfettikuchen und Chili gelernt. Okay. Außerdem beherrscht sie jetzt ein paar coole neue Tricks. Ja, was das auch immer für Tricks dann sind. Oh, ja, Horm. Schauen wir doch mal generell auf die Pinnwand. Steht da ja auch irgendwas noch zum Einzelhandel. Aber sieht nicht so aus. Nein. Nur der eine Nachweis. Und noch von der letzten Folge der Fisch. Nichts Besonderes. Na gut. Die Laura ist just in time. Die hier mit allem fertig ist, dann kann die quasi direkt los zur Arbeit. Die hat ja hier auch noch so viel zu tun. 10 Stunden beim Training und alles verbringen. Aber die June, die hat nach wie vor ihr Gala-Abendessen. Mensch, das schieben wir auch immer weiter auf. Das müssen wir uns unbedingt auch mal vornehmen. Nur ich möchte jetzt so gerne mit der June zum Einzelhandel. Urlaubstag. Die kann doch mal einfach einen Urlaubstag nehmen, die June. Dann soll sie einfach einen Urlaubstag nehmen. Bei ihr läuft es doch eigentlich ein bisschen besser. Und sie hat doch auch 4 Tage frei. So, da muss sie heute auch nicht mehr essen gehen, nicht mehr arbeiten gehen, glaube ich. Und dann kann die June vielleicht... Ah, das ist nicht ihr Einzelhandel. Sie kann da gar nicht hin. Okay. Oder doch. Wir probieren das. Im Badeanzug. Im Badeanzug stellt sich die June jetzt hinter die Verkaufstheke, könnte ich schwören. Das wird gerade so passen. So, und die Laura muss natürlich zur Arbeit. Wir gucken das jetzt, ob wir da hinreisen können und ob das dann auch unser Laden ist. Sieht aber so aus. Und da steht Einzelhandel von Sternchen, also würde es ja für den ganzen Haushalt zählen. Top-Adresse. Yeah. So, unser Laden ist geschlossen, dann öffnen wir den Laden mal. Das Geschäft besitzt derzeitig keine Waren zum Verkaufen. Wieso? Wir haben doch hier so ein... Ist es nur Deko oder was? Klicke in Live-Modus auf ein paar Objekte. Ja. Aber wie? June und Christian kennen sich noch nicht. Christian ist wütend. Ich weiß gar nicht, wo der Christian ist. Wir gehen mal in den Baumodus. Irgendwie muss es doch hier aber was zum Verkaufen geben. Das sind doch Sachen, die hier für den Großhandel gedacht sind. Schockgefrostet. Verkaufsregal schockgefrostet. Das will ich aber. Ich will das. Okay, ich muss gerade mal gucken. Haushaltsbudget. Ändert die Richtung. Ja, so passt es. Und dann müssen wir jetzt hier eingeben. Vielleicht nochmal 500. Oder? Okay, jetzt haben wir hier mehr. Dann können wir das kaufen. Das wäre jetzt quasi eine Verkaufstheke nochmal. Ich weiß jetzt nicht, wie rum wir das... stellen müssen, ob so oder so. Ich
stelle das jetzt einfach erstmal hier so. Irgendwie gefällt mir das auch nicht. Ich stelle das jetzt mal... Doch, ich mache das jetzt. Ich stelle das jetzt mal wirklich hier so hin. Das muss ja jetzt erstmal nicht schön aussehen, um zu gucken, wie das hier funktioniert. So, das Pipette brauche ich aber nicht. Ich brauche Sachen, die ich verkaufen kann. Objekte nach Funktion. Haushaltsinventar haben wir ja nicht. Industrielle Regaleinheit. Einfach im Design, um die größeren Waren aufzunehmen. Dieses Standregal besitzt eine verstärkte Rückwand, zahlreichen Regalhaken. Tja, da können wir auf jeden Fall... Da können wir auf jeden Fall Sachen präsentieren irgendwie. Nur ist die Frage, welche Sachen können wir denn jetzt verkaufen? Ausstelltisch, eine Augenweide. Stellen wir doch den Tisch einfach auch nochmal hier rein. Und jetzt müssen wir da aber irgendwie noch Sachen drauf bekommen. Probieren wir es doch mal mit Spielzeug. Einfach mal gucken, ob wir Spielzeug verkaufen können. Ein Pferd. Oh ja, und so ein Teddy. So ein Teddybär geht immer. Ein Dino. Und zu guter Letzt noch ein Auto. So, dann werde ich jetzt mal schauen, ob wir das jetzt irgendwie verkaufen können. Als zu verkaufen kennzeichnen. Aha. Ah. Bing, bing. Langsam wird's. Das heißt, wir könnten jetzt auch in dieses Regal quasi halt Sachen reinstellen, vermute ich. Genauso wie wir jetzt hier vielleicht Sachen aus unserem Inventar reintun könnten, möglicherweise. Vielleicht den Fisch. Ja! Das heißt, wir können hier Fisch verkaufen. Das ist doch geil. Oder wir können natürlich wirklich, wenn die June was gekocht hat, wir könnten auch diese Schrauben hier verkaufen. Dann können wir hier quasi alles verkaufen, was wir so nicht brauchen. Ist ja auch cool. So, und jetzt haben wir hier einen Kunden und die June ist im Badeanzug. Perfekt. Kunden begrüßen. Ja, das kommt bestimmt gut an. Das machen wir jetzt. Im Badeanzug natürlich. Ich glaube, wir werden auch mal hier das auflösen. Wer weiß, was sie sich jetzt wünscht. So, nach Schaufensterbummel machen. Wir begrüßen einfach am besten mal alle Kunden, die in unseren Laden kommen. Oh, Kunden bitten zu gehen? Nee. Wir ballen neuem. Schlaudert mit Gavin, Vanessa, Brigitte. Ja, sie beide begrüßt. Lass das jetzt mal bitte. Ich möchte, dass du den anderen Kunden auch noch begrüßt. Der sieht doch auch aus, als ob er Spielzeug kaufen möchte. Der Kerl hier. Dag, Dag. Spielzeug braucht jeder, oder? Hanna Hornem. Galpa Longi. Balafoy Camus. Awavine. Plaudert mit Mitchell. Wayne Dopsu. Wibbs. Chima Rimple. Gorg. Haben wir denn jetzt auch noch mehr Möglichkeiten, beleidigen Kunden bitten zu gehen, Fragen beantworten. Wir sind eine gute Verkäuferin, wir können doch Fragen beantworten. Okay, die beiden haben Spaß, unsere Kunden sind glücklich. Wenn wir jetzt mal hier drauf gehen, haben wir natürlich... Was ist das? Haben wir jetzt was verkauft? Handelsvorteile, ich schaue mir das jetzt einfach mal an. Ach, nee. Wir können uns dann hier... Okay, das schaue ich mir nochmal in Ruhe später an. Jetzt möchte ich mal sehen, wie das mit dem Kunden ausgeht. Schwabi Glarfliesnack.
So, wir können jetzt hier nach Preisvorstellung fragen, über Einkaufsvorlieben reden. Aber man kann so richtig Werbung betreiben anscheinend. Der guckt sich unseren Fisch an. Ah, für was er wohl den Fisch braucht. Wobei, nur weil er ihn anguckt, heißt es ja auch nicht, dass er jetzt kauft. Na, es klappt, er gefällt ihm auch nicht so gut jetzt. Froben. Tun, nicht mit dem Handy spielen. Das macht aber einen schlechten Eindruck. Ribaza. Shimagra Gorsai. Flazel Vilpa. Yawada Zomas. Wir können sie jetzt irgendwie doch nochmal begrüßen. So, so. Torben. Laden schließen. Angestellte verwalten. Bimesa. Glaffy Flazel. Ich fragte, ob die Leute überhaupt was kaufen sollen. Finanzbericht sehen. Ja, oder passiert das automatisch? Haben wir jetzt was gekauft? Nein. Also wir haben jetzt bisher noch nichts verkauft. Tja. Da müssen wir mal sehen, dass wir vielleicht noch mal ein paar interessantere Objekte hier reinbekommen. Auf jeden Fall verspricht das Ganze hier noch viel Spaß. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Eure Kalugia.